Warum hat der Fall nicht gesessen? Oh. Ah. Im Ernst. Physik. Gott, ich... Jetzt aber, komm. Nee, das passt wieder nicht. Es schwenkt zu sehr. Es müsste eigentlich erstmal anhalten. Irgendwie, damit man es dann mit einem vernünftigen Schwung in die richtige Richtung setzen kann. Machen wir mal so. Nee, wieder nicht. Wir versuchen es einfach weiter. Nee, das ist auch wieder zu sehr ausgelenkt. Pass auf. Gleich haben wir's. Nee, das sieht nicht gut aus. Der schwingt dann immer in die falsche Richtung aus. Vielleicht versuchen wir es mal von hier. Oh, so viel dazu. Okay, das war mehr ein glücklicher Treffer als wirklich gezielt. Aber egal, man darf auch mal glückliche Treffer haben. So, ein Glück, da müssen wir nicht hier noch länger rumgeiern. Eiern. Aber vielleicht auch geiern, wer weiß. Wir geiern nämlich nach dem Bergungsgut. So sieht's aus. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch. Okay, das ist schön, dass wir jetzt alle Eier haben. Eierwilderer abgeschlossen. Dann müssen wir nämlich danach schon mal nicht mehr suchen. Und diese Statuen haben wir dann auch gelöst. Perfekt. Oh, noch ein Geocache. Nice. Looking for trouble. Looking for trouble? Warum trouble? Entschuldigung. 25% der GPS-Caches gefunden. 25% erst. Aber warum Suche nach Ärger? Suchen wir Ärger, wenn wir die Geocaches holen? Wir suchen eher Loot oder sowas. Aber kann ich hier so? Nee. Oi. Ah, das war tiefer gestürzt als geplant. So. Der Huhnschlechter. Nee, unser Titel ist jetzt schon Eierwilder. Ra. Eierwilder, ra, glaube ich. Aber vielleicht auch Eierwilder. Ah ja, wir sind Eiwilder. Okay, der war jetzt nicht so. Ach, guck mal, da unten haben wir was für die Shotgun. Da gehen wir gleich mal hin. Da oben auch. Ja, auf geht's hier. Bam! Wuhu! Moment, das klang so ein bisschen wie Mario. Wow! Ja! Ja! Bam! Oh, hier haben wir was übersehen. Wie konnte ich denn so stümper sein und das übersehen? American soldiers would never have left these behind. I don't think any of them made it out of here alive. Ja, das kann gut sein. Ach, jetzt haben wir hier alle drei. USMC Erkennungsmarke. Das ist doch der United States Marine Corps. Was so? So, jetzt können wir uns aber hier nochmal ganz kurz umschauen. Wir haben jetzt nämlich dieses Seilding und ich glaube, damit können wir jetzt hier irgendwo irgendwas machen. Ich dachte, wir hätten nämlich irgendwas ausgelassen, weil wir noch kein Seil hatten. Okay, das war vorher auch schon da. Achso, wir waren auch gerade übrigens im Level Up. Das Seil war vorher auch schon da. Hier haben wir also nichts verloren. Hier. Oh lol, noch ein Wildschwein. Das picken wir uns gleich. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nein.
Okay, dann kommen wir von da unten besser hoch. Ich glaube, dafür war das gedacht. War hier nicht irgendwo? Ach ja, genau, hier an der Seite. Ganz genau. Ich weiß aber nicht, was uns das da bringt, wenn das da brennt. Da müssen wir einmal hier hingehen. Ah, jetzt sehe ich, was es uns bringt. Ein Bergungsgut. Boah, das wird doch nichts. Doch, hat gepasst. Okay, ah ja, hier ist noch das alte Flugzeug und da ist jetzt ein neues Flugzeug. Krass, ey. Okay, darüber müssen wir nochmal gleich, wegen dem Wildschwein. Jetzt holen wir uns erstmal hier das. So, hier ist dann auch nichts weiter, glaube ich. Und dann müssen wir einmal... Warum auch immer das kaputt gemacht werden sollte, konnte, durfte, whatever. Auch von da oben. Nee, warte mal, da kommen wir doch bestimmt auch anders hoch. Nee, kommen wir nicht. Das haben wir schon mal versucht. Von da unten. Da hatte ich nämlich schon mal versucht, dann die Fahne oder und dann da irgendwie hochzukommen. Hat nicht geklappt. Da erinnere ich mich dran. Oh. Ich würde sagen. Können wir hier zwei dran backen? Oh nee, schade. Geht das andere kaputt. Achso, kann ich dann vielleicht so machen? Das geht. Dann sind da drüben zwei dran. Das funktioniert. So, ich habe mal gerade einen Schluck getrunken. Da läuft ein Hase irgendwie durch den Zaun. Wildschwein. Lecker. Kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Vielleicht irgendwie so. Nee. Nee. Einfach nur nee. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, wir müssen nicht hier weiter hochklettern oder runterklettern. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Wir sollten soweit alles hier haben. Das heißt ja, wir können jetzt hier einmal wieder runter. Das hat noch gepasst. Genau, dann gönnen wir uns einmal hier diese Kiste. Ah, das Flugzeugwrack können wir nochmal gerade untersuchen. Darüber können wir noch, ja. Aha, ein Geocache. Ich sieh mal einer an. Ich sag's euch, ich bin der geborene Schatzsucher. Na gut, wir wollen es aber nicht übertreiben. Aber man muss schon sagen, ich habe so das Gefühl, dass wir schon ziemlich erfolgreich sind. Und ziemlich gründlich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, es ist ganz okay. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben, weil hier waren wir noch nicht. Sonst hätten wir dieses Ding schon entfackelt und dann hätten wir auch schon das Bergungsgut gehabt. Und da wir hier noch nicht waren, gibt es hier bestimmt noch einen schönen Loot hier oben. Genau, einfach den Haken mal ins Leere schnappen. Hase! Okay, den Hase können wir nicht K.O. schlagen. Ah, hier oben waren wir schon mal. Ja, hier oben waren wir schon mal. Da kam er aber von woanders, irgendwie von da oben. Irgendwie kam er da, glaube ich. Hier können wir theoretisch wieder runter. Das würde ich auch machen, dann da ins Lagerfeuer gehen und dann da wieder zurück in das Gebäude, wo wir eben waren. Also wo wir ursprünglich rauskamen. Oh, oui. Ah! Ja, natürlich. Genau ans nächste Seil gehüpft.
Schön in den Hintern geschossen, da macht's fast einen Überschlag. Nice. Okay, komm mal her hier. Kann man ein schönes, saftiges Rindfleisch-Ragout gleich machen, wenn wir am Lagerfeuer sind. Und dann können wir das Lagerfeuerlied singen. Das war komisch, Lara. So. Erstmal das untersuchen. Baby, I don't even know how to begin this, so I'm just gonna come right out with it. Alicia is yours. Maybe you've known it all along, but since I signed back on board the Endurance, I just can't keep the truth from you any longer. You've got to understand, I never meant to cut you out of her life. But I know you, Roth. I know how you live and what you want. Staying in one place and raising a kid is not on your agenda. Maybe I screwed up. Maybe I should have let you make a choice. But I made it for you, for what I thought was best. After the expedition, when the time is right, let's talk about the future. Take some time to think about what you want, okay? Oh, da hat die Ray seinen Brief an Roth geschrieben. Der ist also Vater, der gute Roth. Roth? Roth? Gehen wir mal ins Lagerfeuer, komm. Wir haben hier Fähigkeiten. Eine Fähigkeit. Das ist ziemlich cool. Sparen wir uns weniger Sucharbeit. Also wir sparen uns Sucharbeit. Das ist jetzt nicht so. Da Munition haben wir auch immer ziemlich voll. Das ist eigentlich auch ganz okay. Brauchen diese kleinen Tiere nicht finden. Noch mehr Munition mitnehmen, wäre okay. Ja, wäre vollkommen okay. Das ist immer gut. Und hier hätten wir noch Steine und Dreck ins Gesicht werfen, um sie anfällig für ihre Angriffe zu machen. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Tödlichen Hieb mit der Kletteraxt verpassen. Pfeile ins Kino versetzen sie dann den Todesstoß. Oder leicht gepanzerten Feinden außen attackieren sie sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Auf der Stelle töten klingt noch besser als nur ein Pfeil ins Knie. Weichen Sie mit Umschalt aus und drücken Sie F, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht, um Feinde ohne Helm zu töten. Okay, das trifft dann halt wahrscheinlich nicht auf Dämonen zu, weil die haben vermutlich Helme. Dann können wir einmal in die Ausrüstung. Bogen können wir nichts weiter machen. Schrotflinte, ich glaube, da brauchen wir nichts. Zwischen den Schüssen brauchen wir nicht. Rückstoßminderung bei einer Schrotflinte. Sehe ich nicht. Ein weiteres Teil. Ja, machen wir mal 15 Kugeln dazu, komm. Schussfrequenz müssen wir nicht erhöhen. Ich hätte lieber mehr Präzision. Das brauchen wir ja auch nicht. Und das ist auch okay. Wir könnten locker, so viel Bergungsgut wie wir haben, locker alles upgraden. Aber ich bin mir immer nicht sicher, ob da nicht vielleicht irgendwann nochmal was kommt. Wenn wir zum Beispiel die Waffenteile gefunden haben, ob dann nicht vielleicht ein richtig geiles Upgrade kommt, was dann vielleicht auch irgendwann mal sehr teuer ist. Und deswegen will ich nicht die ganzen Punkte direkt investieren, nur weil wir sie gerade haben. Und jetzt im Moment nicht brauchen. So, jetzt haben wir wieder genug in alten Gefilden rumgeeidelt. Jetzt können wir hier mal wieder vorstoßen. Und mal wieder vorankommen. Und ja, hier runter. Scheinbar. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Hier ist nix. Nothing here. Hab ich auch gerade gesagt. Ernsthaft, der kommt nicht mal auf den Gedanke, da ein bisschen zu loosen. Alter!
Der hat eine fucking Schrotflinte. Ja, wir sind ziemlich laut. Fuck, ich dachte, das wäre Treibstoff und wollte da drauf schießen, damit das Ding explodiert. Ah. Mist, ey, es ist nicht explodiert. Oh, ein Schrotflintenteil gefunden. Ah, wenn ich das jetzt da reinwerfe, das explodiert bestimmt. Aber die Frage ist, will ich das da jetzt reinwerfen? Wahrscheinlich wenig Sinn. Wow. Ich bin einfach so ein Profi. Ganz im Ernst. Wow. Schnorr! Nein! Hä? Ich hab nicht...